Hi, hier ist Mr. Lagiol. Willkommen in der Lagiol-Welt von originallagiol.de. Heute machen wir jetzt die Ziehung des Karmos-Gewinnspiels The Game Changer. Erstmal ganz kurz erklärt, was ist Karmos-Spiel-Gewinn The Game Changer? Und zwar, bei diesem Spiel hast du die Möglichkeit, Karmos-Punkte einzusetzen, die du vorher entsprechend erworben hast durch verschiedene Tätigkeiten. Ich zeige mal hier kurz eine Liste, die mit allen Möglichkeiten, wie du Karmos-Punkte gewinnen kannst, beziehungsweise verdienen, besser gesagt. Und ganz neu dazugekommen ist auch jetzt die Möglichkeit, dass du durch ein Weitergeben oder Verteilen des Links mit der Dia-Show, dass du auch da entsprechend Karmos-Punkte gewinnst. Und wie du siehst, gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten und diese Karmos-Punkte kannst du einsetzen, einmal im Jahr, jeweils im Juni, und dann kannst du ein Messer im Wert von 1.000 Euro gewinnen von David Ovillier oder Philippe Voisier, das heißt der Gewinner von euch, darf sich aussuchen, wo er das Messer herstellen lassen will. Und dann zum Beispiel, jetzt haben wir bei diesem Spiel 1.385 Karmos-Punkte bekommen von euch. Ihr habt so viele Punkte eingesetzt von insgesamt 31 Spielern. Und da haben wir so gesagt, die ersten 1.000 Euro gehen für den ersten Preis für dieses besondere Messer, gestaltet nach deinen Wünschen. Und dann haben wir weitere 5 Gutscheine über den Rest des Betrages von 385 Euro. In diesem Fall sind es dann 77 Euro. Also 5 Gutscheine à 77 Euro. Bei dem ersten Preis, nochmal ganz erklärt, 1.000 Euro wert. Und du sagst, du suchst hier was aus bei uns im Shop, ein Messer von David Ovillier oder Philippe Voisier, und sagst, ich möchte Messer X haben, aber mit dieser folgenden Änderungen. Eine andere Biene nach deiner Vorstellung, eine andere Griff zum Beispiel Material, Damastklinge oder ohne, und ich ermittle dann den Wert des Messers im Gesprächen mit den entsprechenden Messermacherkünstler, und dann zum Beispiel kommt ein Preis raus, sagen wir mal 1.500. Und dann kannst du dir überlegen, specke ich ein bisschen ab von diesen 1.500, sodass ich auf die 1.000 Euro komme, die du ja von uns her bekommst. Oder du sagst, nein, ich will unbedingt dieses Messer dann bezahlst du natürlich die Differenz, sprich die 500 Euro. Die Differenz von dem richtigen Preis zu den 1.000 Euro, die du von uns bekommst. So, im Groben ist ungefähr, worum es geht. Alle Gewinner und auch Teilnehmer werden von uns entsprechend benachrichtigt. Keine Sorge, das heißt, wenn du das Video hier verpasst, bekommst du trotzdem von uns benachrichtigt, ob du gewonnen hast oder nicht. Und zwar die Benachrichtigung erfolgt wie immer über MyChat. Wie mache ich die Ziehung? Kommen wir ein bisschen zu der Mathematik, nur ganz kurz. Wer da nicht interessiert, kann natürlich weiter springen zum nächsten Kapitel. Das Video hier ist nicht live, das heißt, du kannst ja hier unten ja die Kapitel sehen und dann kannst du direkt zu der Ziehung gehen. Diejenigen, die sich interessiert, wie ganz kurz die Mathematik dahinter geht, erkläre ich es eben hier, denn das ist wirklich nicht so ganz, ganz einfach. Und zwar, wir haben hier dieses Rad, dieses Glücksrad. Ich werde gleich dann hier zum Beispiel drehen und dann haben wir die erste Zahl. Wie funktioniert das Ganze? Also hier zum Beispiel wäre jetzt die erste Zahl 0. Was bedeutet das? Kommen wir zu der Mathematik dahinter ein bisschen, und zwar unsere Anzahl der Karmos-Punkte und somit der Lose ist 1385. Das ist die Anzahl der eingesetzten Karmos-Punkte und somit auch die Anzahl der Lose. Jetzt müssen wir jede einzelne Zahl mittels dieses Gewinnrads ermitteln. Sprich, die erste Zahl, die müssen wir dann überlegen. Das heißt, diese Zahl hier wird als erstes ermittelt. Und zwar, das ist das Rad nur mit Nullen und Einsen. Ich drehe dran. Und dann ermitteln wir die erste Zahl von dem Glückslos, das gewonnen hat, ist eine 0. Das heißt also, die erste Zahl, werde ich dann später schreiben, ist 0. Da ziehen wir die zweite Zahl, sagen wir mal 2. Die dritte Zahl, sagen wir mal 7. Und die vierte Zahl, sagen wir mal 5. Das bedeutet, dieser Gewinnerlos wäre
mit der Nummer 0275. Das ist so viel erstmal zu der Ziehung. Die Frage ist natürlich, wie ermittle ich in diesem Glücksrad, wie oft Nullen und Einsen sein sollen. Bei dem zweiten Rad, ich habe hier mehrere Räder, bei der Ziehung der zweiten Stelle haben wir 0, 1, 2 und 3, weil hier die zweite Zahl, die mache ich mal andersfarbig, und zwar diese Zahl, die zweite Zahl, die hat natürlich die Möglichkeiten 0, 1, 2 oder 3. Das heißt, das Rad, das Glücksrad mit der, für die zweite Stelle hat die Zahl 0, 1, 2, 3. Und so weiter. Die Stelle für die dritte Stelle und die vierte Stelle sind dann gleich, weil die Wahrscheinlichkeiten gleich sind. Aber ich erzähle ganz kurz, wie das funktioniert. Und zwar, für die erste Zahl, was kann die erste Zahl sein? Die erste Zahl kann entweder 0 oder 1 sein. Diese zwei Möglichkeiten gibt es. Das heißt also diese Zahl hier. Wie oft wird die 0 sein und wie oft die 1? Denn das ist ja nicht gleich. Die Zahl 0 haben wir von dem Losnummer 001 bis 0999. Das heißt also, die Zahl 0 haben wir insgesamt 999 Mal. Die Zahl 1 haben wir von der Zahl 1000 bis 1385. Da sind insgesamt 386 Mal. Wenn man jetzt die Proportionen berechnet, also die Prozentzahlen, bedeutet die Zahl 0 hat eine Wahrscheinlichkeit oder 72% und eben halt die Zahl 1 die restlichen 28%. Das bedeutet, wenn ich jetzt 10 Zahlen aufschreibe, wenn ich hier 10 Zahlen habe auf meinem Rad, bedeutet, dass ich 7 Mal die Zahl 0 habe und 3 Mal die Zahl 1. Das ist schon alles an Mathematik für die erste Stelle. Zählen wir mal nach. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Nullen. 1, 2, 3 mal die 1. Für die zweite Stelle ist ein bisschen anders. Und zwar, da haben wir die erste Zahl, die kann entweder 0 oder 1 sein, die erste Stelle. Und die zweite Stelle, also erste Stelle. Und die zweite Stelle kann 0, 1, 2 oder 3 sein. Das bedeutet, wenn wir jetzt, wie oft kann also die Zahl 0, 1, 2 oder 3 vorkommen? Die Zahl 0 kommt vor, wenn ganz am Anfang, das heißt, die vorne, die erste Zahl, kann entweder 0 oder 1 sein. Und wie oft kommt das dann vor? Wenn die erste Zahl 0 ist, kann es sein, dass wir die Zahl haben 0, dann haben wir die 1, und zwar von 0, 1 bis 0, 1, 9, 9. Das heißt, diese Zahl 1 kommt vor 99 Mal. Wenn die Zahl vorne 1 ist, dann haben wir die Zahl 1 wieder von 0, 1 bis 99 Mal. Das heißt, insgesamt kommt kommen die Zahlen, die Zahl 0 wird 198 Mal kommen, die Zahl 1 wird 198 Mal kommen, die Zahl 2 wird 198 Mal kommen und die Zahl 3 kommt nur 100
84 Mal. Wenn man jetzt ein bisschen natürlich schätzt, sind überall eine Wahrscheinlichkeit von 25%. Ist natürlich gerundet, weil 184 kommt natürlich seltener vor, aber die Nachkommastellen spielen hier keine Rolle. Das bedeutet, die Wahrscheinlichkeit ist entsprechend ein Viertel. Jetzt kann ich ja auf diesem Glücksrad entweder vier Zahlen machen, 8 Felder oder 16 Felder. Ich habe mich entschieden, dass ich hier bei der zweiten Stelle 16 Felder mache. Das bedeutet, dass jede Zahl 4-mal vorkommt. Schauen wir uns die Zahl 0, kommt einmal, zweimal, dreimal, viermal. Die Zahl 1 kommt entsprechend auch 4-mal. Die Zahl 2 und 3 ebenfalls 4-mal. Bei den anderen Stellen, das heißt also bei der, ich mache mal immer schön farbig, bei der dritten Stelle und bei der vierten Stelle ist ja so, dass die Wahrscheinlichkeiten hinter den Nachkommastellen relativ verschwinden, klein sind die Unterschiede, so dass ich mich entschieden habe, dass die Wahrscheinlichkeiten gleich groß sind. Das heißt, ich habe hier jeweils 20 Felder und alle Zahlen kommen 2-mal vor. Das ist ganz kurz die Mathematik dahinter. Wer es nicht verstanden hat, kann ich gerne nochmal erklären. Auf jeden Fall, ich denke mal, das ist fair. Mir ist wichtig, dass es natürlich fair ist. Und bei einer Zahl von 1385 sind die Wahrscheinlichkeiten für jede Einzelzahl eh anders. Ich könnte natürlich jetzt auch so, dass ich einen Pot mache mit 0001 bis 1385 kleine Lose mache und dann ziehe ich die. Aber dafür müsste ich ja jetzt extra was programmieren oder man kann natürlich auch eine mathematische Formel, es gibt ja random natürlich als Befehl und da gebe ich ja die Zahlenreihe 0 bis 1185 und dann zieht er entsprechend beliebige Zahlen daraus, das geht auch, dann ist ja nur ein Klick, Programmierung ist ja auch nur 3 Zeilen und dann habe ich ja sofort die 6 Gewinnerlose. Aber ich fand diese Geschichte hier mit dem Glücksrad, auch wenn jetzt ein bisschen mehr Arbeit für mich ist, fand ich jetzt hier optisch einfach schöner, für dich als Erlebnis spannender ein bisschen. Und es sind ja nur 6 Zahlen. Ich denke mal, von der Zeit her wird das auch schon gehen. Also fangen wir an mit dem Hauptgewinn. Wir führen also jetzt praktisch 4 Ziehungen durch und schreiben dann entsprechend die Nummer auf. Also ziehen wir die erste Nummer. Die erste Stelle ist also eine 1. Die zweite Stelle, na, machen wir ein bisschen schneller. Ist eine 2. Die dritte Stelle der Losnummer eine 6 und die vierte Stelle eine 1. Das bedeutet, der erste Gewinner, der das Messer bekommen hat, das heißt erster Platz, ist die Nummer 1261. Das bedeutet, der Gewinner des Messers mit der im Wert von 1000 Euro ist der, der die Losnummer 1261 hat. Ziehen wir jetzt die 5 Lose für die Gutscheine. Wieder die erste Stelle. Wieder eine 1. Zweite Stelle.
eine 0. Dritte Stelle. Eine 3. Und die letzte Stelle. Auch wieder eine 3. Das bedeutet, der zweite Gewinn, das ist ein Gutschein. Ist 1033. Kommen wir jetzt zu dem dritten Gutschein, zweiten Gutschein, aber dritter Platz. Ist ein bisschen verwirrend hier vielleicht. So. Die erste Stelle. Eine 0. Zweite Stelle. Auch wieder eine 0. Ui. Die dritte Stelle. Eine 3. Und die vierte Stelle. Das bedeutet, Gutschein Nummer 2 geht an die Nummer 0035. Dritter Gutschein. Wieder eine 0. Und 2. Das bedeutet, die vierte Gewinn oder dritter Gutschein ist 0362. Kommen wir jetzt zum vierten Gewinn, beziehungsweise zum fünften Gewinn. Die erste Zahl ist 0 wieder. Zweite Zahl. Wieder 3. Sehr interessant. Das heißt, wir haben bis jetzt die gleichen Stellen, also wenn man sich anguckt kurz vorher, 036 war auch der vierte und jetzt haben wir auch 036. Nochmal kurz vielleicht zur Erklärung, wenn ich jetzt gleich die gleiche Zahl erwische, das heißt 0362, dann werde ich ja komplett diesen Lost nochmal ziehen. Theoretisch könnte ich jetzt hier diese Zahlen ja ausschließen, aber das ist an diesem Glücksrad ja nicht machbar. Kommen wir zum letzten Preis.
wieder die erste Zahl. Wieder 0. Die zweite Stelle. Eine 0. Dritte Stelle. Eine 3. Das ist sehr interessant. Sechs. Das heißt, der sechste Platz, fünfte Gutschein, ist 0036. Das ist wirklich sehr interessant, wenn man sich mal diese Zahlen anguckt hier. Sind direkt aufeinanderfolgend und diese hier auch. Echt komisch. Aber interessant ist eben zu sehen, dass wir hier die Zahlen 1 natürlich seltener sind am Anfang als die Zahlen 0. Ja, das heißt, es ist gar nicht so schlecht gerechnet worden von mir. Die Wahrscheinlichkeiten, die sind, ja, finde ich schön verteilt. Ja, das war's. Wie ich schon sagte, ich werde diejenigen direkt über MyChat anschreiben im Anschluss an diesem Video und denen bekannt geben, dass die gewonnen haben. Zusätzlich kannst du natürlich hier, vielleicht haben die hier schon gesehen, den Preis. Und denk dran, nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Das heißt, du kannst jetzt wieder tüchtig Karmos-Punkte sammeln, indem du dir meine Videos anguckst oder eine Vielzahl der Möglichkeiten, die ich jetzt hier nochmal einblende, kannst du natürlich ganz viele Karmos-Punkte sammeln für das nächste Mal. Denn je mehr Karmos-Punkte du einsetzt, für das bei dem Spiel, desto höhere Wahrscheinlichkeit hast du, dass du natürlich gewinnst. Das ist ja völlig klar. Und vor allem, es kostet dich letztlich nichts. Denn zum Beispiel, wenn du den Newsletter abonnierst, YouTube abonnierst, Instagram abonnierst, uns Landschaftsbilder schickst, die wir in den Videos zeigen können oder entsprechend die Dia-Show weiter trägst. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten, wie du Karmos-Punkte sammeln kannst, relativ schnell. Und denk dran, die Karmos-Punkte brauchst du auch jetzt für die Chevalier-Messe. Das sind zum Jubiläum, 20-jähriges Jubiläum. Wir haben ganz fantastische Messe schon bekommen, schon in Arbeit. Manche kommen noch. Hier siehst du ja zum Beispiel die Messer von David Dauvillier zu Ehre des Jubiläums von Chevalier Lagiol, und zwar sind das mit dem Korallengriff und eine Biene in Form von einem Ritterkopf. Finde ich sehr, sehr schön gemacht, toll umgesetzt, auch hier mit diesem Logo, das er extra für uns gemacht hat auf der Klinge. Die Messer sind zu uns unterwegs und davon haben wir zum Beispiel nur 2 Stück. Wir haben den Preis noch nicht ganz genau, weil wir den noch nicht kennen, die sind zu uns unterwegs, die Messer. Wir müssen mal schauen, was das kosten werden, aber völlig egal von dem Preis. Es wird immer so sein, dass wir sagen, Preis X, sagen wir mal 1000 Euro plus 30, 40, 50, wie viel auch immer, werden wir uns so gut überlegen, an Karmos-Punkte. Das heißt, du musst bezahlen 1000 Euro plus 40 Karmos-Punkte. Jetzt nochmal als fiktiver Preis, diese Messer kosten nicht so viel. Ich schätze mal eher mehr, aber ganz unabhängig davon. Das heißt also, dieser Preis wirst du dafür zahlen müssen, und zwar auch mit Karmos-Punkte. Und wir werden uns leider nicht jetzt irgendwie Kompromisse einlassen. Wir sagen schon seit Anfang des Jahres die ganze Zeit, dass du Karmos-Punkte brauchen wirst für diese besonderen Messer. Und wenn du die nicht hast, dann denk dran, ganz schnell, ganz viel jetzt dich da einsetzen, damit du viele Karmos-Punkte bekommst. Vielen Dank. Viel Spaß beim Sammeln von Karmos-Punkten. Bis zum nächsten Mal, dein Mr. Lagiol.